Das ist die Steuerung der Pumpstation, Multicontrol. Bei jeder anderen Steuerung ist das sehr ähnlich, kann also auch eine Fettabscheidersteuerung oder Hebeanlagensteuerung sein. Hier ist es so, ist ein Fehler aufgetreten, dieser wurde quittiert, der Alarm ist sozusagen lautlos geschalten und nun ist die Frage, welche Fehler sind aufgetreten und wann. Um das herauszufinden, muss der Service Mode nicht aktiviert sein. Hierzu gehe ich nur mit dem Drehrad nach rechts zum Punkt letzte Störung und ich sehe hier, der letzte Alarm war Hochwasseralarm. Das ist meist der letzte, der auftaucht, weil natürlich, wenn die Pumpen zum Beispiel nicht arbeiten, wird irgendwann der Wasserstand so weit ansteigen, dass Hochwasser ausgelöst wird. Um dies jetzt auszulesen, weil der letzte Fehler bringt mir leider nicht viel in diesem Falle, einmal kurz drücken und nun kann ich die letzten Störungen durchschalten. Und ich sehe hier zum Beispiel, der Fehler davor war ohne Last. Das heißt also, Strom hat an der Pumpe angelegen, es wurde leider Gottes kein Strom aufgenommen, Pumpe ist defekt, Kabel nicht angeschlossen. Dazu auch das andere YouTube-Video bitte anschauen. Und nun kann ich hier sehen, was noch aufgetreten ist. Alle Fehler, die hinterlegt sind, sind ohne Last. Das Problem ist also klar, nicht der Hochwasserschwimmer oder Hochwasseralarm war das Problem, sondern der vorhergehende Fehler, dieser ohne Lastfehler ist hier ausschlaggebend.